Und hier kam mir der Zufall zu Hilfe und ich hab's gefunden. Na, was ist es? Oh ja, danke, 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 danke. Und du kannst das hier alles. Ah, ja, hier, danke. Jetzt können wir nochmal speichern irgendwo in der Pampa. Ah, ja, ja. Der weiß immer noch überhaupt nichts. Das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist die Katze. Sobald wir die Katze haben, können wir uns wieder auf den Weg machen. Na gut, Katze, wo bist du? So, das Katzenproblem ist auch erledigt. Oh, wow, das ist ja endlich mal nützlich, vor allem, weil das Zeug auch schweineteuer ist. Na, was haben wir denn hier? Jep, jetzt können wir mal... Das Ding können wir eigentlich auch mal irgendwann einsetzen, für den Fall der Fälle. Aber jetzt müssen wir uns ja keine Sorgen mehr machen. Jetzt sind wir wieder in dem Bereich der Story. Jetzt muss ich mir keine Sorgen mehr machen, dass plötzlich aus dem Nirgendwo irgendwelche Endzeitgefechte auftauchen. Der letzte Tag war ja praktisch nur Tag der Endgegner oder so. Aber jetzt ist der Godzilla-Film zu Ende und jetzt sind wir wieder in einem Fantasy-Film. Genau. Und was ich jetzt noch vorhabe, ist, bevor wir abziehen, mal diese neuen Klauen einzusetzen, die wir haben. Denn ein paar unserer Waffen sind ja furchtbar veraltet und zumindest da wir zwei Klauen haben, kann ich praktisch eine sofort einsetzen, um eine der Waffen, die wir gerade nicht benutzen, einzusetzen. Oh ne, Moment. Haben wir irgendwas? Nein, wir haben keine. Also... Mal sehen, den Rotor benutzen wir wahrscheinlich überhaupt nicht. So gut wie überhaupt nicht, außer als Werkzeug. Und wir haben eine Axt überflüssig. Ah, was soll's. Nehmen wir erstmal die Gimmick-Knuckles auseinander und machen eine Reihe daraus. Bing, bing und bing. Yep. Und jetzt machen wir mal ein Wyvern-Ding daraus. Und wir haben eine neue Waffe hergestellt. Diesmal eine Faustwaffe. Tailon Knuckles. Ja, ja, sieht böse aus. Wie sieht das denn aus? 79, 40, 21. Wow, ja, das ist heftig. Wir können das ja sogar hier noch upgraden. Mit leichtem Metall. Mit einem Fulgurhorn. Dann haben wir tatsächlich mal... Wow. Die sind jetzt tatsächlich gut genug, dass sie mithalten könnten an vorderster Front. Ich habe noch meine superschwere Ringaxt. Und mein Kettensägenschwert, das ich so lange wie möglich behalten will. Ich überlege gerade, ob ich nicht lieber... Ach, was soll's. Jetzt wissen wir ja, dass wir daraus was super Tolles machen können. Jetzt versuche ich mal, einen Speer zu kriegen, der noch stärker ist. Dann müssen wir natürlich den alten wieder auseinandernehmen. Tja, tut mir leid, du hast nicht viel im Einsatz gesehen. Na, probieren wir das mal aus. Und machen jetzt einen Speer aus der Wyvernklaue. Gucken mal, was wir da jetzt an verrücktes Zeug kriegen. Ja, ja, ja. Jetzt erzählt mal, was ist das? Was ist das? Was haben wir jetzt hier gemacht? Ah, genau. Ein Klauenspeer. Und, Heidewitzka, das sieht ja aus wie eine Sichel. Na gut, zumindest haben wir mal diesmal was Ungewöhnliches gekriegt, das auch im Normalzustand schon stärker ist als das alte Teil. Jetzt machen wir auch hier das Gleiche. Wir brauchen es schneller. Das Fulgurhorn lassen wir diesmal mal weg. Wir machen das nur mit leichtem Metall. Ah ja, irgendwann können wir noch was Drittes dran packen. Und upgraded. Und jetzt haben wir einen Speer, der fast so hart zuschlägt wie unsere Kreissägen-Axt. Ein bisschen leichtere Verteidigung aufweist, aber viel schneller ist. Ah ja, natürlich das Durchhaltevermögen ist nicht so stark. Aber das ist doch schon mal was. Jetzt haben wir natürlich keine Materialien mehr, die wir verwenden könnten. Und ich hätte wirklich auch meine tolle Kreissägen-Axt statt Adamantium-Erz leicht Metall nehmen sollen.
Aber vielleicht, wenn wir den dritten Rang freischalten, können wir die Axt vielleicht nochmal länger benutzen, bevor wir neuere Äxte benutzen müssen. Erstmal alles reparieren hier, damit wieder alles auf Maximalzustand ist. Ah ja, wir sind berühmt. Bin gespannt, ob wir, wann wir demnächst endlich aufsteigen. Aber du bist jetzt hier quasi Mega-Waffe. Fast so stark wie die Ringaxt und viel schneller. Jetzt haben wir noch mal wieder eine ordentliche Waffe. Besser, sogar noch besser als der Speer, den wir aus dem Antidämonenerz geschmiedet haben. Jetzt speichern wir das und dann machen wir endlich mal weiter mit der Story, weil uns fehlen ja immer noch 2 von 4 Dämonenklingen, damit wir Gauda wieder versiegeln können. Endgültig. Finished. Und da sind wir wieder, der Void Doctor mit. Ihr wisst schon was. Summon Knight 2. Schwertkraftgeschichten. Und unsere Handwerksritterin Ariel musste immer noch Godzilla versiegeln. Und oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir können uns jetzt endlich auf den Weg machen. Schwert Nummer 3 und Nummer 4 zu finden. Dazu beamen wir uns erstmal wild irgendwo hin. Und finden erstmal den unseren komischen Transmitterfreund. Oh, hier sind noch Händler. Gut. Nee, danke. Ah, gut, kaufen wir nochmal. Okay, gut zu wissen. Im Prinzip haben wir noch was gekriegt, damit wir einen Spezialeffekt auf irgendwas drauf upgraden können. Aber zurzeit sind ja unsere Hauptwaffen alle abgegradet bis zum Maximum, also muss das noch warten. Gut, beamen wir uns mal eine Festung weiter zurück. Und die Story hat uns erwischt. Oh, Ariel. Ist da irgendwas Interessantes? Oh. Woher weißt du das? Ist das so eine Art tierische Intuition? Nein, du siehst nur den Gedanken aus. Ja, das kann ich auch sehen. So, was ist los? Nina kann ihren Körper zurückkriegen, wenn ich Pasok dafür überzeugen zu kommen, davon überzeugen kann, Tomei zu treffen. Was? Wirklich? Yep. Ach komm, Leute, wir müssen das doch nicht alles jedes Mal durchkauen, wenn wir neue Leute treffen. Das reicht doch, wenn ihr sagt, und dann erzählt mir ihnen alles. Schnitt, weiter geht's. Ah. Oh Mann, der Vorteil von Videospielen ist doch gerade, dass wir es nicht wie im wirklichen Leben machen müssen. Wo wir tatsächlich jedem, den wir neu treffen, alles erzählen müssen, damit er Bescheid weiß. Oh ja, also, und so erzählten sie sich gegenseitig, was los war, und brachten sie auf den neuesten Stand, und dann konnten wir weitermachen. So. War das nicht einfach? Ich nehme mal an, ich wäre ein bisschen toleranter, wenn ich hier kein Let's Play machen müsste. Oh. Oh, danke, wir können das Bett benutzen, um uns auszuruhen, dann machen wir das mal gleich. Die Zeit vergeht eh nur ab bestimmten Plot-Vorgängen. Also, aber wie gesagt, ich wäre vielleicht ein bisschen toleranter mit dieser Scheiße, wenn ich das allein spielen würde. Ich bin ohnehin jemand, der gerne Zeit verschwendet, aber hey, wenn ich das für jemanden anders aufnehmen muss, dann ist das wirklich übel. So, komm Bruno, zeig uns, wo ist Dämonenklinge Nummer 3? Das ist ein Schwert, das heißt Kuga. Was für ein seltsamer Name. Wo habe ich das schon mal gehört? Bei den anderen beiden Schwertern? Ja, jetzt müssen wir uns beeilen. Ja, nein, tut mir leid. Ich kann euch immer noch nicht helfen. Transferkoordinaten, yep. Teleporter-Vorbereitung, fertig. Und? Ich mache das mal lieber, um sicher zu gehen, dass ich das nicht vergessen habe. Are you ready to rumble? Transshift? Okay. Zuerst waren wir in der Fabrik zweimal. Dann waren wir in dieser unterirdischen Bucht. Da müssen wir hoffentlich nie wieder hin. Und jetzt besuchen wir Nummer 3. Dungeon Nummer 3 und Beam-Transmitter. Glacier Gorge. Ah, wow, es ist so voll von Mana. Okay, und jetzt sind wir auf einem Eisberg. Auf einem Gletscher. Oh, wirklich? Ich denke, es ist ein bisschen unheimlich. Oh, Jammerlappen. Los, atme tief ein. Rieche das Mana. Oh, das freut dich, nicht wahr? Ah, los, los, los.
Okay, und hier... Ach ja, mal gucken hier. Oh, hier hat jemand wieder was hingekritzelt. Eine Aufzeichnung meiner Kerkerabenteuer. Teil 3. Der Schneekerker. Kumpel, wenn wir dich treffen, dann rammen wir die Kreissägenachse richtig hinten in deinen Arsch. Es war ein bisschen kalt, aber es war schön herum. Aber die Weisheit des Schnees hat... lese ich das hier wirklich? War wirklich jemand dumm genug, hier in dem Eis zu hocken und das da reinzukritzeln? Ich habe einen Schritt vorwärts gemacht und hab... Oh, jetzt erzählt er auch noch wie... Oh, komm. Ah. Und dann hat er natürlich Eis gefunden. Gefrorenes Eis. Ja, auf einem Gletscher würde man sowas erwarten, ne? Ich habe gedacht, es wäre bloß... Oh, flach. Und dann bin ich rübermarschiert. Und dann fing ich an zu rutschen. Und da ich nicht aufhalten konnte zu rutschen, habe ich einfach aufgegeben und gewartet, bis ich irgendwo angekommen bin. Ja, ja, genau, also, wir müssen aufpassen. Und ja. Ja, ich weiß. Im Prinzip, hier ist Eis. Darauf kann man ausrutschen. Und das bringt uns zu anderen Orten. Das ist alles. Wow, und dafür mussten wir uns diesen ganzen Quatsch antun. Allein dadurch, dass das mit der Eis-Dungeon anfängt, wissen wir auch eigentlich schon, dass das total überflüssig ist. Ah, kommt her. Oh, wie süß, neue Gegner. Und unsere Waffen sind total überpowered hier. Hier, selbst mein Schwert macht kurzen Prozess aus den Viechern. Und jetzt gucken wir uns mal dieses... Oh, sauberes Papier. Ah, ist doch schmerzlos und schmerzfrei. Aber wo ging das andere Eis hin? Das gucken wir uns mal an. Oh, achso, nirgendwo hin. Aber wir müssen das hier nochmal säubern. Aber da kriegen wir natürlich nichts. Oh no, vorsichtig. Okay. Nehmen mal unsere super Speere hier. Yeah, der Speer ist sogar noch fieser hier. Was bist du denn? Na, jetzt bist du tot. Ja, unsere super Waffen sind einfach viel zu stark. Aber das ist besser als umgekehrt. Also, level up. 2 Punkte. Nun ja, Agilität und Verteidigung brauchen wir immer wieder. Unsere Waffen werden immerhin immer albtraumhafter, stärker und so weiter. Schauen wir mal. Ach, am Anfang ist also ist das noch nicht ganz simpel, ne? Nicht so wie dieses Schalter durcheinander in dem Dungeon vorher. Ah ja, ihr kommt mir nicht zu nahe. Ihr bleibt da. Ich sagte, ihr bleibt da. Ah, wenigstens kann ich auch springen hier. Nett, dass die um mich herum springen, statt zu nahe zu kommen. Das müsste ich glatt die Waffe wechseln. Ha, ha. Oh nein, halt. Nee, was ist denn los? Wo kommen die her? Kinder. Oh, wir werden sie nicht mehr finden. Jetzt lasst uns zurückrennen. Aber diese Leute sind immer noch hier irgendwo draußen. Sie haben die Luft hier verändert, nicht wahr? Ich habe solche Angst. Aber wir können niemanden zurücklassen. Los. Lasst uns einfach ein bisschen singen, okay? Da. Hey, ich liebe süße Kartoffeln lieben mich. Süße Kartoffeln nah zu mir, süße Kartoffeln fern von hier. Wo immer die süßen Kartoffeln sind, mein Herz will bei ihnen sein. Wow, ihr singt wirklich scheiße. Hey, wer ist das? Eine beschworene Kreatur. Das ist eine von ihnen. Wovon redet ihr? Schnauze, was macht ihr? Ihr bösen Beschwörer. Hä? Ja? Böse? Zing. Oh, da kommt Engel auf. Ich bin nicht böse. Oh. Die Beschwörungskreatur wird uns fressen. Wir müssen weglaufen. Nein, wirklich, ich werde euch nicht fressen. Nein, kommt zurück zu mir. Ha. Ja, los, rennt weg, ich fresse euch. Ach, ich verstehe nicht. Nix hier, überhaupt nichts. Hier ist also eine böse Gruppe von Beschwörern. Na gut, machen wir sie fertig. Und ich bin außerdem kein Beschwörer. Und wir sind keine Gruppe. Wir sind 2. Naja gut, 3. Ja, das hört sich an, als denken sie, da wären eine ganze Menge mehr Beschwörer. Und dass sie irgendwas Schlechtes machen. No shit, Sherlocks.
Das ist, was die Kinder dachten. Naja. Böse Beschwörer. Könnte das Getham und Ryoga sein? Oder völlig unbekannte Knilche? Oh. Könnte es sein, dass sie diesen Platz bereits gefunden haben? Tja, könnte durchaus sein. Na, dann müssen wir uns eben beeilen und die Dämonenklinge vor ihnen finden. Ach, du gehst vor. Ich bleibe hier, weil hier ist viel Mana. Mir wird's schon gut gehen. Aber sie folgt uns trotzdem. Sie ist eben nur frech. Ach, die, ihr schon wieder. Na, kommt mal her und kriegt was auf die Fresse. Ach, egal. Arg. Schwert. Und jetzt reicht's mir. Ja, ja. Zuerst umdrehen, dann draufhauen. Hey. Ja, jedes Mal, wenn ich das neu anfange, muss ich erstmal wieder üben, wie man sich bewegt. Ja. Dafür haben wir aber jetzt nicht viele Bonus-Trefferpunkte gekriegt. Deiner ist jetzt wieder ein bisschen besser drauf. Zasso-Blatt gekriegt. Was ist das? Ah, nee, stimmt. Wir brauchen hier die Axt. Ja, das bringt leider überhaupt nichts. Tada, wir rutschen hier und wir rutschen, wir rutschen. Dudu. Kristall. Ah, gut, da ist einer dieser komischen Kristalle. Und zwei sogar. Das ist doch nützlich. Können wir einen tatsächlich dafür verbrauchen? Ah, okay, das war dumm. Ich wollte aber hier lang. Bonk. Hey, 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 das ist gut. Ju, und in die Mitte kann ich wahrscheinlich auch noch rein. Ah, vorsichtig, Monster. Ah, vorsichtig, ich habe immer noch... Wow, hier, zwei Treffer und die Viecher sind tot, ey. Meine Axt ist so fies drauf, das ist unglaublich. Da kann selbst dieser komische Zauberer hier nichts mehr ausrichten. Tut mir leid, aber ich bin viel zu stark für dich. Du solltest lieber flüchten, wirklich. Das ist die beste Idee überhaupt, die du je hattest. Ah ja, und vielleicht soll ich auch mal blocken, statt ständig alle Schläge mit meiner Nase aufzufangen. Jetzt müssen wir nämlich schon wieder ein paar Items schlucken. Oh, das dürfte reichen, um den nächsten Kampf zu überleben. Und wir sammeln mal hier wieder... Oh ja, Leute. Oh, wie süßes blaue Hunde. Kettensägen, Axt auf dem Kopf. Hier, los, hier, Kreissäge. Guck dir die Kreissäge. Oh, Mann, aber die Viecher sind kräftig. Die haben fast drei Schläge ausgehalten, bevor sie tot waren. Jetzt müssen wir hier wieder mal das Gras abpflücken. Damit hier ja überhaupt nichts wächst, außer totem Eis und Schnee. Ich glaube nicht, dass wir hier irgendwas mitmachen können, oder? Nee. Ah, vorsichtig. Ah, da oben können wir die Dinger benutzen. Oh, wisst ihr was? Schnauze. Ich zeig euch mal einen Hagelschauer hier. Das ist ein Hagelschauer. Wow, ey. Okay, das war quasi die Atombombe der Magie. Problem ist, jetzt können wir sie natürlich nicht mehr benutzen, bis wir sie wiederfinden können. Also, Support, du musst jetzt hier was anderes benutzen. Okay, wir sind ja hier im Eisland. Was könnten wir hier nochmal benutzen? Nutzlos, nutzlos, nutzlos. Na gut, das vielleicht nicht. Ja, ich wusste gar nicht, dass Feuer und Frucht zusammengehen, aber gut. Das können wir ein paar Mal ansetzen. Und ich fresse nochmal eine Bandage, weil das heilt auf magische Weise Wunden. Und wir können ja Gott sei Dank jetzt jederzeit abhauen hier. Das darf ich nicht vergessen. Für den Fall, dass wir das mal übertreiben. Oder neue Waffen machen müssen. Oh, Algor Tricep. Toll, jetzt... Algor, ah ja, Ahornsirup, also quasi. Fantasy-Ahornsirup, Leute. Algor-Sirup. Ruff, ruff, ruff. Schnauze, 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 Schnauze. Ah ja. Jetzt fange ich an zu blocken, wo es zu spät ist, ne? Geart. Oh, schon alle besiegt. Ich vergesse immer, wie stark meine Kreissägen-Axt ist. Ja, ja. Algor-Sirup und Beeren. Und was war das hier nochmal?
Fuuuusch! Ah, hey! Okay, jetzt machen wir das mal richtig hier. Fuuuusch! Fuuuusch! Ah, verdammt. Fuuuusch! Da ist irgendwas, da müssten wir irgendwie drankommen. Ah ja. Wölfe bleibt weg, 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 Wölfe bleibt weg. Wupp, wupp, wupp. Und beide tot. Ha. Gesperrt. Dumme Wölfe. Gut, versuchen wir nochmal da dran. Ah ja, da ist tatsächlich was, da müssen wir dran. Jetzt müssen wir nur den Trick rausfinden, wie wir im richtigen Winkel auf dieses blöde Zeug draufkommen. Naja. Langsam lernen wir es wieder. Obwohl die richten so wenig Schaden an, dass es eigentlich gegenstandslos ist. Wir haben ja fast anderthalb tausend Trefferpunkte, wenn wir voll aufgepowert sind. Und die machen was? Acht Schadenspunkte oder so? Ach, das ist nicht viel. Jetzt arbeiten wir uns hier mal ran. Und wir müssen versuchen, dieses weiße Feld hier zu erwischen. Oh, wups. Wie könnten wir da jetzt rankommen? Das war aber noch nicht weit genug. Shit. Okay, verdammt. Das hat noch nicht ganz geklappt. Versuchen es nochmal. Kommt Leute. Ich versuche bald zu probiere das ja nochmal aus, wenn ich die Lösung habe. So, ich glaube, ich habe die Lösung jetzt. Und jetzt werde ich das mal ausprobieren. Hier in die. Ein bisschen weiter weg. So, in die Mitte. Dann beamen wir uns nach hier. Dann nach oben und yay! Wir haben es geschafft. Und natürlich erwischen uns hier auch Monster. Oh, Black Pinscher heißen diese Wölfe. Ah ne, das ist das Ding hier. Autsch. Ah, Mann. Zauber ist ja gut und schön, aber alles außer Heilzauber und so dauert manchmal verdammt lange, bis man es anwenden kann. So, schon wieder heilen hier. Okay, hier kriegst du das Ding in die Luft. Luftangriff. Wisst ihr was? Jetzt habe ich genügend Brutzelzeit. Los, endlich. Ich muss immer daran denken, dass jedes Mal, wenn ich getroffen werde, dann wird der Schalter, den ich benutze, resettet und ich muss ihn nochmal drücken. Darum von wegen, das dauert lange. Ich werde nur manchmal im ungünstigsten Moment getroffen. Okay, jetzt versuchen wir es mal. Dahin und jetzt. Ja, schräg geht auch. Yeah, wir haben es geschafft. Ja, und wir kriegen sauberes Papier aus Ur- und Poliersteine. Und wir haben das Ding gefunden. Yay. Und noch ein Kristall. Na, das hat sich irgendwie nicht gelohnt, aber jetzt wissen wir ja Bescheid. Wir können also auch schräg. Gut zu wissen. Jetzt gucke ich mal schnell, ob wir hier irgendwo noch was verpasst haben. Das ist mal ein Dungeon-Gimmick, mit dem kann ich leben. Keine verrückten Schalterkombinationen, die ich ausprobieren muss. So, gut, das ist gut. Das ist die richtige Kombination. Geschwindigkeit und Schlagkraft. Und wir können auch in den Nahkampf gehen gegen diese verdammten Wölfe hier. Okay, vorausgesetzt, wir stellen uns mal nicht so dumm an. Das war verdammt knapp. Die Speere waren wohl doch die beste Wahl, damit sie nicht so nah an uns rankommen. Okay, jetzt habe ich genug. Her mit der Axt. Jetzt machen wir hier die Axt im Walde. Ah, es hört auf so schnell zu sein. Ach gut, beim nächsten Mal benutzen wir doch lieber wieder den Speer. Das ist das Beste gegen die Viecher anscheinend.